Ein Kind zu sein in Kapfenberg hat viele Facetten. Wie diese Kindheit zwischen 1966 und 1972 am Schirmitzbühl aussah, davon zeugt die neue Ausstellung von Karl Kamper im Kutz. Die Zeichnungen bieten einen einzigartigen Blick in Kampers Kindheitserinnerungen, die geprägt waren von Natur und Sport. Ja, das war einfach so damals. Wir als Kinder haben gespielt in der Mürz praktisch, wir sind baden gegangen, wir haben Fußball gespielt, im Wald wie auf der Wiese, und das hat genau passt, ja. Die 101 Zeichnungen, erstellt auf einem iPad, sind geprägt von vielen Details. So können sich etliche Bewohner des Schirmitzbühls auf den Bildern wiedererkennen. Die meisten Eindrücke hatte Karl Kamper noch im Kopf. Umso älter man wird, umso mehr fällt dann wieder ein für die Erinnerungen. Und ich wollte einfach, wie soll ich sagen, ein Andenken an die Siedlung noch bewahren. In dem Kunst und Technologie zusammenkommen, wird die Vergangenheit mit Leben erfüllt. Die Ausstellung ist dabei auch ein sozialpolitisches Erinnerungsstück. Es war dort von der Schule, Kindergarten, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten praktisch alles vorhanden, das auch fußläufig erreichbar war. Und diese Bilder, gemahlen, schauen fast aus, als wären es Fotografien, aber wirklich so wiedergegeben aus der Erinnerung, dass man sich ein sehr schönes, gutes Bild machen kann. Dieses Bild vom Schirmitzbühl verändert sich gerade massiv. Vor allem im südlichen Teil wird eifrig gebaut. Umso wichtiger ist die aktuelle Ausstellung. Unglaublich guter Zeitpunkt, nachdem so viel passiert jetzt am Schirmitz und so viel umbaut wird und so viel neu gebaut wird, und es wird wieder eine richtig tolle Siedlung. Wie man heute sieht, war es schon eine richtig tolle Siedlung, und ja, deswegen passt dieser Zeitunterschied richtig gut, und da passt genau diese Vernissage dazu, und das ist eine richtig tolle Geschichte. Die Ausstellung Kindsein in Kapfenberg ist bis 28. Juli im Kapfenberger Kulturzentrum zu sehen.